Bei unserer Aktion zum World Cleanup Day am vergangenen Wochenende haben wir neben Plastikmüll vor allem Zigarettenstummel gefunden und eingesammelt. Gerade die sind dabei besonders problematisch, da Zigaretten beim Verrottungsprozess enorm viele Giftstoffe freisetzen und Plastik bis zu 5000 Jahre braucht, bis es in der Natur vollständig abgebaut ist. Natürlich ist es traurig, dass es überhaupt noch nötig ist. Aber deshalb ist es umso wichtiger zu normalisieren, dass man rumliegenden Müll einfach mal mitnimmt, einsammelt und in den nächsten Mülleimer wirft. Das gilt für jeden Einzelnen von uns im Alltag. Aber auch wir als Fridays for Future Ortsgruppe Hof planen öfter solche Aktionen. Wenn jemand daran oder an unserer Arbeit in der Ortsgruppe Interesse hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ansprecht.